Stefan Hernandez, es ist viel passiert diese Woche beim FC St. Gallen. Was ist bei euch eigentlich los? Ich bin jetzt etwas über 3 Monate beim FC St. Gallen und ich habe in diesen 3 Monaten Zeit wahrgenommen, um eine tiefgründige Analyse zu machen von uns, vom FC St. Gallen, von der Organisation, von der Strukturen. Ich habe am Montag bekannt gegeben, dass wir ein neues Organigramm haben. Das haben wir kommuniziert, das haben wir auch umgesetzt. Das Organigramm sieht aber nicht gross anders aus als das Organigramm vor Ihrem Antritt eigentlich. Was ist denn jetzt da konkret anders? Nein, es ist wirklich anders. Oder? Wir haben jetzt in dem neuen Organigramm haben wir eine starke Position im Sport. Wir haben ambitionierte Ziele im Sport, die wollen wir auch umsetzen. Und hierfür braucht es auch eine starke Person und eine starke Positionierung von einem Sportchef. Der Pascal Kessler ist nicht geschickt worden. Also wir haben das wirklich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. So ist es genau. So haben wir es auch umgesetzt. Es ist einhergehend oder am Tag danach hat einer der Verwaltungsräte, Michael Hüppi, entschieden, dass er eigentlich das nicht mehr mittragen will. Das ist ein persönlicher Entscheid, den würde ich auch nicht weiter kommentieren. Das muss er letztendlich verantworten. Böse Zungen sagen sozusagen, Sie sagen wie eine Marionette vom Dölf Rühe. Was sagen Sie zu dem Vorwurf? Der Vorwurf ist völlig falsch und er ist auch noch beleidigend hinself. Also es ist der Dölf Rühe, da können Sie ihm also wirklich attestieren, dass er professionell agieren tut, das ist nicht genau gleich. Der Dölf Rühe hat sich an dem Tag, wo er gegangen ist, hat er sich nicht in einem Entscheid involvieren lassen. Nicht in einem Entscheid involvieren lassen, auch was das Organigramm betrifft. Das Organigramm ist auch heute, das wir heute haben, ein bisschen anders, oder nicht gerade ein Widerspruch, aber doch ganz ein bisschen anders, wie das, was er installiert hat, wo er gegangen ist. Also nur schon da zeigt, dass er sich unmöglich in dem Entscheid hat involvieren lassen. Zu dem Gerücht, dass er im Hintergrund die Fäden zieht, also nochmal, es ist komplett falsch. Man hat so von außen das Gefühl, da brennt der Baum, da ist ganz viel nicht in Ordnung. Wie sehen Sie das? Haben Sie die Lage im Griff, auch Sie als Präsident? Schauen Sie, es sind 3 Leute von 170 Mitarbeitern beim FC St. Gallen gegangen. Wir sind an der Matchtag, sind wir 300 Leute. Also wenn Sie glauben, dass bei Weggang auch für sehr verdienstvolle und gute Mitarbeiter jetzt so ein Unternehmen wie der St. Gallen in Schwanken bringt, dann liegen Sie komplett falsch. Wir haben jetzt die Abgänge zum Beispiel vom Herrn Sesa und vom Herrn Kesseli, die sind organisatorisch schon gesetzt. Also wir haben dort schon uns organisiert, wer macht was jetzt in dieser Situation, alles so organisiert. Also wenn man den Eindruck bekommt, die ganze Hektik, dann ist es wirklich von außen getragen. Es ist natürlich aber so, dass gewisse Abgänge auch medial ausgenutzt worden sind und das bringt natürlich gewisse Medienpräsenz mit sich. Wie lange geht es, bis der Verein wieder mal in ruhigem Fahrwasser schwimmt? Also mir ist die äußerliche Wahrnehmung, also die Wahrnehmung der Fans vor allem, aber die Wahrnehmung auch der Sponsoren, ist mir sehr wichtig. Selbstverständlich, da habe ich mir überhaupt nicht erwünscht, dass jetzt die Präsentation vom Organigramm derartige Wellen mit sich bringen wird. Das habe ich auch nicht wollen. Intern kann ich Ihnen sagen, dass wir uns intern schon miteinander im Team hinein schon arrangiert haben und schon organisiert haben, wie es weitergeht. Wir wollen die Ruhe, die wir intern bereits heute schon haben, wenn wir die können austragen können. Selbstverständlich wird es uns helfen, wenn wir die nächsten Spiele mehrere Punkte erzielen können.